Herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir gleich einen Brunnen besuchen werden. Aber vorher steht hier noch so ein verlassenes Haus, einsam und verlassen herum. Deswegen nehmen wir alles mit, was noch nicht mitgenommen wurde. Und so. Ich will dieses wählende Langschwert. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Hier wurde auch einiges liegen gelassen von den Leuten, die diese Häuser verlassen haben. Gut für uns als armer Hexer, ne? Nehmen wir noch, machen wir noch ein bisschen was. Machen wir noch ein bisschen. Besorgen uns noch einen kleinen Bonus für diesen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Visima Beschwerde über alle Missstände gegen die Lehnzahn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts hören, nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit reinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, wofür wir Militär in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften, endlich können wir als freie Menschen leben. Der erste Tag unserer Freiheit. Heute ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volk hat unser Heim mit Haselzweigen ausgehöhlt, um das Böse zu auszutreiben und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, was ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran wird ich glücklich, wenn jedem Tag waren. Das heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er wird uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort zu verlassen. Wo er dieses Tagebuch geschrieben hat, hat anscheinend sehr an einem Armband gehangen. So, da waren wir schon. So, Mittagserscheinung. Gegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um Mittagserscheinung aus dem Weg zu gehen. Aber besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen, weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Zurück vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand mit großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern schnell wie möglich das zweite suchen. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Vielleicht das Armband, von dem wir gehört haben? Von dem wir gelesen haben, meine ich?
Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Okay, Geralt, dann machen wir das mal. Way! Wo das hier Wasser ist. Ich meine, es ist ein Brunnen. War schon eine gewisse Erwartung da, dass da Wasser am unteren Ende ist, aber trotzdem, bei bestimmten Höhen ist es auch egal, ob da Wasser ist. Armband. Jetzt müssen wir nur noch wieder rausfinden. Dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Und am besten am Mittag. So, dann hier weiter. Ach, machen wir kurz Atempause. Sonst ist ja anscheinend nichts. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Tja. Da haben wir so was. Was fehlt uns noch für Geisteröl? Ich glaube, wir haben mittlerweile Bärenfett gefunden. Uns fehlen aber wahrscheinlich immer noch Arenaria. Ich glaube, es gab welche auf den Feldern, aber schauen wir nochmal. Warum nicht? Bärenfett haben wir. Arenaria fehlt aber. Ich glaube, hier auf diesen Feldern gab es was davon. Ich könnte auch einfach zum Kräuterkundigen meines Vertrauens gehen und das da kaufen. Aber es kostet Geld. Wir suchen noch etwas mit großen weißen Blüten, was relativ eng am Boden wächst. Verdammte Hexer. Ruhig bei mir jetzt. Der Hexer will nur Blumen pflücken. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Hm.
Hier, die Dinger sind das, glaube ich. Ja. Plötzlich genehmigt sich immer noch weiter seinen Imbiss. Da ist noch eine. Und dahin sind auch noch welche. Nehmen wir gleich ein paar mehr mit. Brauchen wir, glaube ich, noch für einige Rezepte. Wenn wir hier gerade im Überfluss welche sehen, dann. So. Schön. Dann haben wir damit erstmal ein paar. Ne, nicht Meditation. So, Geisteröl. Und Sepsuidenöl können wir auch gleich herstellen, auch wenn wir das gerade nicht brauchen. Genau, Arenaria brauche ich ja auch irgendwann für weiße Möwe. Was wir irgendwann mal in größeren Mengen brauchen werden, deswegen hatte ich Arenaria noch im Hinterkopf mit. Das brauchen wir. Das stört nicht, wenn wir jetzt ein paar mehr davon mitnehmen. Auch gleich Mittag. Hat ein bisschen weniger Rüstung, aber hat ein bisschen mehr Resistenzen. Ich nehm's. So. Geisteröl. Sahne brauchen wir, glaube ich, nicht, aber. Ja. Vorräte wir auffüllen über Meditation. Ich weiß. Das Armband. Igni. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Scheinen, die wir schon bekämpft haben. In dem Zustand, wie sie normal ist, können wir die nicht anreißen. Immer nur von hier die falsche Knappe, sonst wird das alles nichts. Aufträge dieser Art werden wir in Zukunft häufiger haben. Diese Hexeraufträge verlaufen immer so grob nach diesem Schema, wie wir das jetzt gerade hier gesehen haben. Ja, also wir kriegen irgendwie eine sehr vage Beschreibung von irgendeinem Problem,
Dann versuchen wir herauszufinden, was das ist. Dann müssen wir vielleicht noch irgendwie ein Rätsel lösen, um das herauszulocken oder Chancen zu haben, gegen das zu bestehen. Und dann haben wir einen relativ aufreibenden, stärkeren Kampf gegen ein Vieh. Ich finde, das ist eine der Sachen, die das Spiel so richtig schön macht. Dass selbst so einfache Sachen wie geh da hin und bringe irgendein Bossmonster um, halt relativ interessant gemacht werden. Weil wir halt noch so ein bisschen Fluff-Geschichte dazu haben und uns vorbereiten müssen und alles Mögliche. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Na sowas. Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Mitgift kriege. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich einem Hexer eine geben würde. Seltsame Zeiten, nicht wahr? Seltsam und traurig. Okay. Platz ist schon wieder. So. Weil der Name Tomira gerade nochmal gefallen ist. Mittlerweile haben wir ja auch Schwalbe. Das heißt, wir könnten beweg dich. Der armen Frau, die da bei der Kräuterkundigen lebt, nicht lebt, sondern herumblickt, mehr oder weniger, auch noch diesen Trank geben. Ob das eine besonders gute Wirkung hat oder die Sachen noch schlimmer macht, ist vielleicht eine andere Geschichte, aber ich finde, irgendwas zu tun, anstatt jetzt hier mit der Schulter zu zucken und zu sagen, ist meistens der interessantere Weg. Und so hat sie zumindest noch eine Chance und andersherum stehen die Chancen eher um die Null. So. Ja? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Ja? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Wenn wir eh gerade schon mal hier sind. Ich bezweifle, dass ich schon wieder viel... Ich habe noch gar keine Honigwaben gefunden. Aber sie hat auch noch kein Geld wiederbekommen. Von daher ist das alles okay. Aber fehlen uns noch irgendwelche Tränke, die sie möglicherweise. Fehlen uns noch irgendwelche Zutaten, die sie möglicherweise hätte. Zum Beispiel könnten wir Calcium Equum kaufen und dann könnten wir Kartätsche bauen.
das brauchen wir nicht. Wir können jetzt auch Mittagserscheinung absolut herstellen, weil wir eine Mittagserscheinungsmutagen haben. Aber ja, und jetzt benutzen können wir es sowieso noch nicht. Also, und, aber hast du Calcium Equum? Ja. Boah, 40! Wucher. Tomira Wucher. Ich dachte, wir sind Freunde. Pff, 40. Hast du irgendwelche Kräuter? Ich finde sicher. Irgendwas, was wir dir vielleicht verkaufen können mit diesen. Für diesen ganzen Spaß. Das ist meistens nicht so viel wert. Geisteressenz ist ein bisschen wert, aber. Vielleicht brauchen wir davon auch noch was. Mistenpulver ähnlich. Ghoulblut. Vielleicht können wir ein bisschen Ghoulblut verkaufen. Aber nicht alles. Nur so ein bisschen. So. Na gut, na gut, na gut. So. Leb wohl. Sie hat uns noch mehr Manuskripte gegeben. Ich meine, ich finde es nett. Und so, aber. Verflucht. Ja, brauchen wir noch Wolfsbann. Die gab es hier auch bei ihr, gab es glaube ich auch Wolfsbann. Ich bin ziemlich sicher, dass sie irgendwo mal Wolfsbann hat. Kann aber sein, dass es das in diesem Fass da neben ihrer Tür ist, das immer wieder neu aufgefüllt wird anscheinend. Dass das Wolfsbann war. Naja. Da finden wir noch mehr Fässer. Wahrscheinlich. Na gut, ich brauche es jetzt auch nicht direkt. Guti, dann haben wir das. Dann können wir noch nach diesem Bruder suchen. Da drüben, ah ja. Vielleicht hier zur Sägemühle, dann springen wir hier rüber, gehen einmal hier so im Kreis. Das klingt nach dem Plan. Sieht man noch im Lager aus da hinten. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Halunken, die sie da drin gelassen haben. Oh, nicht nachlassen! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Double Kill! Das sind zwei Waffen, die kann man nicht blockieren.
Also kann man nicht einfach so parieren, meine ich damit. Fistek. Was habt ihr denn hier für einen Spaß, Leute? Fistek. Alles. Am Strand, Leute, die kommen nicht so schnell hoch. Ich kümmere mich ja schon darum. Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Ich will ja auch nicht einfach runterspringen. Das tut, glaube ich, ein bisschen weh. Deswegen müssen wir wohl hier hinten runterlaufen. Hier sind wir mit Wesemir ganz am Anfang durchgeritten. So, Kinder, wer möchte euch denn euch als erstes am Erbrenntod sterben? Hm? Na, kommt alle her, komm, 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 komm. Moment. Na, komm, komm. Ja, wir müssen uns spüren, ne? Aber dass ich irgendwann mal Quellen gehabt habe. Das ist wahrscheinlich gut gelaufen. Doch, wir kommen hier hoch. Ich habe gerade gesagt, ich bezweifle, dass wir es hier hoch schaffen. Aber ich habe mich geirrt. Ah. Oder Hilfe vorbeikommt, die euch dabei helfen könnte. So. Gut, dann werde ich jetzt auf der Stelle diese Folge beenden. In der nächsten werden wir mit Dune? Nicht sicher. Reden und nach seinem verschwundenen Bruder suchen. Schauen wir mal, ob das was wird. Aber sehen wir erst beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.